morgens um 10 Uhr im Naturschutztierpark Görlitz. Bei den Meerschweinchen im Streichelzoo steht Füttern für Anfänger auf dem Plan. Kinder und Tiere sind begeistert und die Mamas auch. Ich denke, man kann einen schönen Nachmittag verbringen, weil man ja viel erlebt und die Kinder lernen was. Und dadurch, dass halt hier kein Zaun ist, ist das halt einfach schön, dieses sofortige Anfassen und die Tiere spüren und nie bloß angucken. Ich finde das schon wichtig für die Kinder. In der Lausitzfarm gibt es ganz spezielle Führungen. Die Stars sind die frisch geschlüpften Hühnerküken. Geboren werden ist anstrengend, auch für kleine Küken ist das eine anstrengende Sache. Sie müssen sich ja aus dem Ei herauskämpfen. Die Küken bekommen fein geraspelte Möhre. Die großen Hausrinder frisches Gras. Im Görlitzer Tierpark dürfen die Tiere von den Besuchern gefüttert werden. Die Tagesrationen liegen an den Gehegen bereit. Das ist recht einmalig in Deutschland. Die Idee stammt von Tierparkdirektor Sven Hammer. Ja, und die Kühe, die reißen ja mit ihrer Zunge reißen die das Gras ab. Ne? Die gehen ja unten auf den Boden und greifen dann mit der Zunge den Grasbüschel auf den Boden und dann ziehen die den raus. Das ist ein Tiererlebnispark hier. Das heißt, ich bin ganz nah dran. Ich nehme die Gerüche wahr, ich nehme die Berührungen wahr und ich habe ein individuelles Erlebnis. Man weiß nie genau, wie weit streckt die Kuh die Zunge raus, was macht sie, kommt sie her. Und gleichzeitig ist es ja auch für die Kühe eine tolle Sache. Sie haben ja nie den gleichen Alltag. Mal kommen viel Besucher, mal wenig. Also eine perfekte Situation hier zwischen Mensch und Tier. Auf 5 Hektar erstreckt sich der herrlich gestaltete Tierpark. Circa 100 Arten werden präsentiert, vom roten Panda bis zum Fischotter. Eine große Attraktion ist das einzige tibetische Dorf außerhalb Tibets. 2005 begann der Bau. Seitdem wurde es ständig erweitert. 140.000 Besucher zählt der Zoo im Jahr und begeistert vor allem die Kleinsten. Kinder lieben das auch, bei Lamas zu streicheln, zu kämmen, die Schweine mit der Bürste zu schrubben. Also es ist, oder hinten ganz sehr die Küken streicheln. Also wo hat man das schon? Das ist, hier kann man Küken streicheln. Die machen das total gerne, das Gras nehmen und füttern, bei den Meerschweinchen drin sitzen, die Küken füttern, das ist toll. Doch nicht nur um Haustiere und Exoten kümmert man sich hier im Naturschutztierpark. Diese 6 Pechvögel liegen Kuratorin Katrin Hammer besonders am Herzen. Die Jungstörche bekommen jeden Tag frische Leckerbissen. Wir haben hier verletzte oder verwaiste Jungstörche. Die werden bei uns aufgepäppelt mit dem Ziel, sie später wieder freizulassen. Also die sollen mit den Altvögeln Ende August wieder in den Süden ziehen können. Einer, der hat ein bisschen eine Beinfehlstellung, das hoffen wir, dass wir das in den Griff kriegen. Und die anderen, die sind eigentlich sehr gesund, die müssen jetzt einfach nur aufbauen, groß werden, entsprechend ihr Federkleid ausprägen und ein bisschen Muskulatur aufbauen und dann werden die freigelassen. Kerngesund ist hingegen diese Stachelschweinbande. Wohl nur in Görlitz kommen die Besucher diesen Tieren so nahe. Gefüttert werden darf auch hier, für die Kinder gibt es noch mahnende Worte vom Tierparkchef. Und wisst ihr, dass wir ganz viel böse Menschen gehabt haben? Die haben denen einfach die Stacheln rausgezogen. Genau, das ist wie Haare rausziehen. Und deshalb mussten wir hier so eine kleine Stromlitze machen, damit wir unsere Stachelschweine vor den Besuchern schützen. Mit einem Stachelschwein Aug in Aug. Es ist einer der vielen Höhepunkte während eines Besuches im Görlitzer Tierpark. Und warum Stachelschweine Nagetiere sind, kann jeder an 365 Tagen im Jahr ganz genau beobachten.